Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Alpha. Heute spielen wir Hand of Fate. Derzeit für 20 Euro bei Steam im Early Access. Leider nur auf Englisch. Vielleicht wird sich das ja irgendwann nochmal ändern. Ihr fragt euch sicherlich, was ist Hand of Fate grundsätzlich? Also, es war ja bei Kickstarter und die Jungs haben ja auch ihr Ziel erreicht. Und wie man hier unschwer erkennen kann, ist es grundsätzlich ein Kartenspiel. So. Aber es hat eben noch sehr viele andere Elemente. Zum Beispiel ist da noch viel Adventure mit drin. Es gibt auch einiges an Action, aber ich will gar nicht viel vorwegnehmen. Wir schauen direkt einfach mal rein. So. Bei dem Spiel wird man auch total sofort reingeworfen. Klar, es ist noch eine Alpha, aber ja, es gibt keinerlei Tutorial oder ähnliches. So, wir können uns hier erstmal anschauen. Ah, okay, das hier ist also unser erster Hauptgegner, der Jack of Dust. So, der wird jetzt da in den Kartenstapel gemischt. Unser guter Gegenüber verteilt jetzt hier ganz locker seine Karten. Wenn ich das auch so könnte. So, zack. Und das ist hier unser Spielfeld. So, wir sind hier die kleine Figur und klicken jetzt einfach mal das nächste Feld an. Das ist auch das einzige, was möglich ist. Und springen halt mal darauf. So. Okay. Diese Karte verbirgt sich darunter. Das ist jetzt für uns eine relativ gute Karte. Wir kommen hier quasi locker ein Feld weiter und können uns aussuchen, was wir erhalten wollen. So, wir können, hier unten haben wir unsere Anzeigen. Leben, Essen, Gold. Wir können uns aussuchen, was wir jetzt nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal Essen. Wir kriegen jetzt zwei Essenskarten. Aha, okay, einmal halten wir drei. Und einmal ein. Okay, ganz entspannt. Und springen mal direkt zur nächsten Karte. Hier wird sicherlich etwas spannender. Okay. Immer noch nicht. Gut. Das Field of Poppies. Alle Karten werden gemischt. Und wir wissen nicht mehr, ob wir vor oder zurück müssen. Gut, ich gehe trotzdem einfach mal weiter vorwärts und hoffe, okay, jetzt haben wir hier wieder die Tante von eben. Sehr interessant. Ja, wir wollen nochmal Supplies haben. Oh, 5 und 3. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus als beim letzten Mal. Mal schauen, ob jetzt hier die Treppe ist oder... Ja, gut, perfekt. Wir haben die Treppe gefunden und die wollen wir auch gleich nehmen. Denn wir wollen quasi in den nächsten Dungeon und unser Adventure fortsetzen. So. Zack, jetzt wird hier unser nächster Dungeon aufgebaut und ich gehe auch gleich mal weiter. Aha, okay, hier haben wir doch schon mal was Schönes. So. Das ist also eine Karte, wo wir jetzt gegen jemand anderes kämpfen müssen, also gegen NPC. In dem Fall wird jetzt eine Monsterkarte gezogen. Okay. Gut, das sind drei Gegner, die uns hier erwarten. Und da springen wir auch direkt mal rein. So. Jetzt sieht man auch gleich, dass das Spiel eben absolut nicht nur Kartenspiel ist, sondern man eben gleichzeitig ja auch noch so einen Action-Modus hat. Also auf einmal bin ich der Typ hier und renne hier halt rum. Ist auf jeden Fall was völlig anderes als vorher. So, ich zerstöre hier erstmal ein paar Kisten. Springen hier mal ein bisschen rum. So, grundsätzlich, grafisch, denke ich mal, sieht man ja schon, ganz schick gemacht. Für ein Alpha-Game auf jeden Fall echt nicht zu vernachlässigen. Ansonsten, naja, gut. Vollkommen in Ordnung. So, wie ist es mit dem Anspruch hier gerade? Ja, gut, ich spiele jetzt gerade die erste Mission. Ich habe hier schon einiges an Fortschritt grundsätzlich erreicht. Fordert einen jetzt nicht übermäßig, aber das ist ja auch klar. Und bisher können wir auch beeindruckende zwei Sachen, nämlich wir können den Typ hier wegkicken. So, und wir können ihn hauen. Zack. Und da ist er auch schon tot. So, super, wir haben unseren ersten Kampf gewonnen. Jetzt fängt die spannende Sache an. Ich kriege jetzt zwei Karten. So, das ist einmal Gold. Aha, nett. Gold, dazu kommen wir später, wofür wir das benutzen können. Und, ah, perfekt, wir kriegen Equipment. Jetzt ziehen wir von unserem eigenen Stapel eine Equipment-Card. So, in dem Fall, perfekt. Mace,
Jetzt kann ich das Ganze noch vergleichen. Was habe ich hier gerade? Ich habe eine, naja, eine sehr schlechte Axt. Schaden 20, auch Schaden 20, aber hier steht es ja, schneller als ein Schwert oder eine Axt. Okay, möchte ich haben. Schnelligkeit ist sehr wichtig bei dem Spiel. Ich finde fast noch wichtiger als ein sehr hoher Schaden. Wir springen direkt weiter. Aha, die Canyons. Hier zum Beispiel auch eine interessante Karte. Wir können uns jetzt auch suchen, was wollen wir machen? Hier steht ja, also, ach ne, okay, jetzt habe ich jetzt schon weggeklickt. Also hier unten liegt also eine Waffe in dem Canyon und wir können uns jetzt halt aussuchen, ignorieren wir das einfach oder klettern wir halt runter. Wir klettern natürlich runter, wir wollen es ja sehen. So, jetzt kommt eine nächste interessante Sache. Hier werden vier Karten gezogen. Drei davon, Success, hat man ja gesehen. Und eins ist halt Fail. So, ja, zum Glück habe ich diesmal nicht die einzige Karte gezogen, die mir quasi schadet. Nein, ich habe jetzt also eine gute Karte gezogen. Und ich krieg eine Waffe. Wunderbar. Eine Axt. Ja, möchte ich nicht benutzen. Die hat zwar einen Tick mehr Schaden, ne, sieht man hier schon 25 zu 20 Schaden. Aber wir erinnern uns ja noch, dass schneller als ein Schwert oder eine Axt finde ich persönlich besser. Wie gesagt, ich denke mal, jeder macht da seine eigene Erfahrung. Wir springen mal zum nächsten Feld. Aha, okay. Hier ist also unser Shop quasi. Den Shop hat man immer mal mit drin in den Dungeons. Dazwischen kommt mal der Shop. Und natürlich wollen wir den Shop auch betreten. Auch wenn wir jetzt gerade mit 5 Gold gleich sehen werden, dass wir ja nicht besonders viel kaufen können. Darum geht es erstmal nicht. Erstmal geht es darum, den Shop zu zeigen. So, hier auch schön animiert. Also ich komme hier raus, laufe hier zum Shop. So. Ach ja, ich kann natürlich auch Items verkaufen. Perfekt. Ja, meine verrostete Axt von vorher leider nicht, aber zumindest die gute Axt kann ich verkaufen für 10. Ja, das mache ich jetzt einfach mal. Zack, weg ist sie. Und dann kann ich mal schauen, was hat der Gute hier eigentlich anzubieten. Ja, okay, kostet 20. So, kostet 35. Aha, ein Schild kostet 7 und ein Schild ist sehr, sehr stark. Das werde ich mir auf jeden Fall mal kaufen. Hier steht auch schon, was er mit dem Schild machen kann. Das weiß ich jetzt natürlich schon. Ich kann mit dem Schild also Angriffe blocken. So. Zack. Gekauft. Und theoretisch könnte ich hier noch Vorräte kaufen. Das Interessante bei den Vorräten ist halt... So, ich verlasse erstmal den Shop. Jedes Mal, wenn ich hier ein Feld weitergehe, egal in welche Richtung, ich könnte zum Beispiel auch zurückgehen, dann wird mir ein Food abgezogen. Dafür heile ich mich aber auch. Habe ich kein Essen mehr, dann verliere ich stattdessen Leben. Das heißt, Food ist nicht ganz unwichtig. In dem Fall, gut, jetzt mittlerweile haben wir hier 15 Food. Und ja, hier ist der Endboss für diesen Dungeon. Also, ja, gut, hier ist es nur wirklich relativ egal. Aber ihr werdet gleich sehen, wenn ich jetzt hier raufklicke. So, zack, ich kriege hier einen abgezogen und theoretisch werde ich auch geheilt. In dem Fall sind wir voll, deswegen werde ich natürlich nicht geheilt. So. Jetzt kommt schon eine neue interessante Sache. Unser guter Gegenüber hier hat immer einige Tokens hier in seiner kleinen Schale und die schmeißt er halt rein. Und immer wenn, also quasi in die Mitte, und immer wenn eine Karte hier so einen roten Ball hat, dann haben wir die Möglichkeit, diese Tokens von ihm zu gewinnen. So, dafür müssen wir quasi die Karte bestehen, sage ich jetzt mal. Also es gibt ja nicht nur Karten, wo man sich hier rumprügeln muss. Es gibt ja noch einige andere Möglichkeiten. Und diese Karte muss man in irgendeiner Form halt bestehen. So, jetzt bin ich schon hier. Das Interessante ist, diesmal habe ich ein Schild dabei. Und das werde ich euch auch gleich mal zeigen. Ah. Ich dachte schon, jetzt kriege ich das von dem auf die Ommel. So, also, so, nochmal der Versuch. Also, mit Q kann ich das Ganze ja blocken und man sieht hier schon immer, wenn die da dieses grüne Zeichen auf dem Kopf haben, kann ich theoretisch einen Angriff blocken. Genau, und er hat halt ein rotes Zeichen auf dem Kopf, deswegen kann ich seins nicht blocken. So, jetzt höre ich mal auf mit dem Quatsch hier. Ansonsten sterbe ich hier nämlich, bevor ich irgendwie was Vernünftiges hinkriege. Ich will den Guten ja schließlich platt machen. Na bravo.
So. Also hier ist es, die Kämpfe sind meistens relativ ähnlich. Es ist ja fast immer so, dass nur einer gleichzeitig angreift. Das heißt, man kann dann relativ gefahrlos angreifen, während irgendwer hier zuschlägt. Also, wenn man halt sich außerhalb seiner Reichweite befindet. Ah, oh, jetzt kriege ich hier schon wieder auf den Sack. Es hat so ein bisschen was mit Timing zu tun. Aber ja, vor allem ist es halt wichtig, also entweder man entscheidet sich halt für dieses Wegspringen, dass man einfach vor den Angriffen flüchtet, oder man blockt die Angriffe halt. So, zack, das war jetzt zum Beispiel geblockt, das war jetzt weggesprungen, ist klar, ne? Ja, das Problem bei Wegspringen, Blocken ist halt, wenn dein Gegenüber halt diese rote Suppe auf dem Kopf hat, dann kannst du es nicht blocken. Das heißt, ja, dann drückst du halt Block und ja, da passiert halt nichts. Dementsprechend etwas nervig. So, jetzt schaue ich mal, wie viel der hier noch aushält. So. So, das hier ist also schon mal unser erster Endboss quasi. Der lädt sich ja da auch immer auf und dann haut er so ein paar unblockbare Schläge raus. So, aber grundsätzlich ist das natürlich hier der erste Endboss, also der hat nichts drauf, seien wir ehrlich. Abgesehen davon, dass ich jetzt hier ein bisschen abgelenkt war. So, zack. Haben wir den Jack hier auch schon platt gemacht, der Gute. Und werden wir mal schauen. So, er ärgert sich natürlich, logischerweise. Wir haben ja seinen Schützling hier platt gemacht. Hier sieht man auch schon die Gesamtkarte quasi, die wir uns gleich nochmal anschauen werden. Und... aha, wir kriegen also unseren ersten Token. So, den öffnen wir hier quasi und heraus. Also erstmal sehen wir hier, wofür haben wir den eigentlich bekommen, weil später werden wir ja noch mehrere sozusagen hier unten in unserer Schale sammeln, bevor wir die dann alle öffnen können. In dem Fall hier steht, ah okay, diesen hier haben wir halt dafür gekriegt, dass wir den dicken Jack hier platt gemacht haben. Ach nee, der hier ist es gar nicht. So, und dafür kriegen wir diese Karten. Einer davon ist eben der nächste, der nächste Endboss hier, Jack of Bones. Da gibt es noch einige andere Karten, die man hier sieht, die verschiedene Sachen machen. Interessant bei dem Spiel ist auch, wirklich sehr interessant, man kann sich nicht angucken, was diese Karten machen. Das kann man erst sehen, wenn man sie einmal auf eine Reise mitgenommen hat und gefunden hat. Das werden wir uns später nochmal anschauen. Erstmal öffnen wir unsere weiteren Sachen. Aha, das haben wir hier auch für den Jack bekommen. Ah, interessant, hier bekommen wir einige schöne Items. Ja, zum Beispiel zwei Rüstungen bekommen wir hier. Das ist ein sehr interessantes Schild und das hier ist eine richtig gute Waffe für den Anfang. So. Jetzt öffnen wir mal das dritte. Das haben wir auch für Jack bekommen. Aha, okay, da bekommen wir also noch solche Extra-Karten. Das sind auch wieder Karten, die wir mitnehmen können in unser Adventure. Das werde ich euch jetzt zeigen. So, wir sind jetzt quasi wieder da, wo wir am Anfang waren. Er wirbelt hier die Karten durch die Luft. Zack. Wir beenden seinen Wirbeln und schauen uns die Gesamtkarte an. So, jetzt möchten wir natürlich nicht nochmal den Jack of Dust spielen, sondern wir möchten den zweiten spielen. Also gehen wir rein, wir gucken uns erstmal an, okay. Was kann ich hier machen? Okay, wen muss ich hier besiegen dafür? Den möchten wir selecten. Und als erstes, bevor wir dieses Spiel jetzt starten können, müssen wir nämlich erstmal unser Deck zusammenstellen. So, unsere Equipment-Cards. Wir müssen 12 mitnehmen und derzeit sind auch 12 drin. Okay, wir schauen aber trotzdem nochmal rein. Unten, was ich am Anfang sehr verwirrend fand, unten sind die Karten, die wir derzeit mitnehmen und oben sind die Karten, die wir mitnehmen könnten. Mhm. Okay, so. Wie ich schon sagte, wir können ja hier mal Inspect machen unten. Wenn wir uns jetzt hier anschauen, okay, was macht eigentlich Damokles? So, dann sagt er dir einfach nur, ja, die Karte ist neu, finde die Karte in meinem Spiel und dann kannst du dir auch anschauen, was die macht. So, okay, das heißt, im Endeffekt nimmst du hier fast nur Sachen mit, wo du keine Ahnung von hast. Du kannst dir natürlich ungefähr vorstellen, also, okay, das hier sieht aus wie ein Schild, also wird es wahrscheinlich ein Schild sein. Das hier sieht eher aus wie eine Rüstung. Das hier heißt sogar Rüstung, deswegen ist es wahrscheinlich eine Rüstung. Okay, aber was wir zum Beispiel auf jeden Fall mitnehmen wollen, ist dieses schwertähnliche Ding hier, weil es nämlich einfach wahnsinnig stark ist.
So, was wir nicht unbedingt brauchen, sind zwei Äxte und zwei Schwerter. Ein Schild ist super gut, lassen wir erstmal drin. Mit Medium Armor, also das Problem bei der Rüstung ist, ihr habt ja vorhin gesehen, bei dieser Flussüberquerung stand ja beispielsweise drin, also du hast jetzt eine 75-prozentige Chance, das zu bestehen. Das Problem bei einer Medium Armor ist, dass du dann quasi schwerfälliger bist und demnach auch einfach die Chance geringer ist, dass du es schaffst. Also mit einer Medium Armor, glaube ich, hast du halt eine 50-50 Chance. Das heißt, zwei der Karten, die der Typ da vor dir aufdeckt, sind halt Fail-Karten. Muss man sich einfach selber entscheiden, will man es riskieren, will man es nicht riskieren. Ich werde es erstmal nicht riskieren, ich lasse die Karten hier erstmal zu Hause für die Medium Armor und nehme stattdessen mal hier, oh, das klingt doch spannend, mal schauen, was das sein wird. Dieses Schild hier ist auch ganz nett. Ja, das nehme ich. Ach, ich habe ja schon genug Karten. Egal, ich nehme mal so ein normales Schild raus. Und auch sehr interessant, frage ich mich zwar, was das ist, aber ich will jetzt auch nicht zu viele neue Sachen ausprobieren, sonst habe ich nachher hier keine vernünftige Waffe dabei, aber irgendwelche Special-Sachen nicht so sinnvoll. So. Okay, wir haben jetzt also unser Equipment hier zusammengestellt. 12 von 12 Karten. Jetzt kommt die andere spannende Kiste. Wir müssen noch schauen, was für Karten, was für Feldkarten wollen wir eigentlich mitnehmen? Ja, zum Beispiel, wir standen ja letztlich hier, wir haben ja hier, die haben wir ja schon zweimal gesehen, ne? Und das Field of Poppies, da waren wir auch schon drauf. Das jetzt muss man sich jetzt einfach selbst fragen, was will man eigentlich mitnehmen? Ja, das Problem ist natürlich auch hier wieder genau das gleiche, wenn ich Inspect mache, was ist das für eigentlich für eine Karte? Ja, diese Karte ist neu, find's doch mal raus, indem du dich mal darauf stellst, was das ist. Ja, gut, sehr sinnvoll. Das heißt, im Endeffekt hast du hier einige Karten dabei. Einige kannst du nicht rausnehmen. Das sind die mit dem Schloss. Okay, das ist ja auch relativ selbsterklärend. Wenn ich den hier rausnehmen will, kannst du nicht rausnehmen. Kannst du nur rausnehmen, indem du es, ja, ihn bezwingst. Okay. Bei anderen, ja, okay, ich muss King of Dust, bezwingen. Dann kann ich es rausnehmen. Gut, King of Dust habe ich zwar jetzt schon bezwungen, aber mal schauen, was er mir damit sagen will. Ich muss noch zwei Karten mit reinnehmen. Devil's Choice klingt doch einfach richtig gut. Und der Fluss. Fluss klingt auch interessant. Jetzt habe ich 12 von 12. Die werde ich mir dann wohl das nächste Mal anschauen, was da eigentlich so Spannendes läuft. Und damit habe ich jetzt 12 hier, 12 da. Kann also zurückgehen. Genau. Save Decks and Begin. Ja. Möchte ich machen. Und bin jetzt bei dem Jack of Bones. Hier mache ich einfach mal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.